das Land Baden-Württemberg ist es wirklich eine der vorbildlichen Anlagen. Wir haben einige, Gott sei Dank, in den letzten Jahren solche Projekte in Baden-Württemberg umsetzen können. Sprich, wir haben heute 80 Bioenergiedörfer mit ähnlichen Konzepten wie hier. Und das Besondere hier ist natürlich, dass das Projekt umgesetzt wurde von der Bürgerenergiegenossenschaft. Sprich, die Bürgerinnen und Bürger hier aus der Region haben sich selbst hier engagiert bei dem Thema der Wärmeversorgung hier im Ort. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Muss man so sehen, ich würde jetzt keinen Prozentsatz nennen wollen. Es geht vor allen Dingen darum, dass wir die 800 Biogasanlagen, die wir in Baden-Württemberg haben, dass wir die so effizient wie möglich einsetzen. Und da gibt es noch einen hohen Prozentsatz bei diesen Anlagen, wo wir Potenziale sehen, die Wärme auszusteuern, die heute nicht genutzt wird, sondern es sind reine Stromerzeugungsanlagen, wo es darum geht, die kommenden Jahre solche Projekte wie hier, Bioenergiedörfer, weiter voranzutreiben. Wie gesagt, 80 haben wir. Wir haben damit fast die Hälfte aller Bioenergiedörfer, die es in Deutschland gibt, sind in Baden-Württemberg. Und solche Projekte weiter voranzutreiben, das ist unser Ziel. Wir sind derzeit dabei, ein neues Förderprogramm aufzulegen. Noch vor Ende des Jahres werden wir das veröffentlichen. Ich glaube, das bietet weitere Perspektiven dann für die Umsetzung von Nahwärmekonzepten. Ein Problem, das gehört natürlich schon auch mal noch dazu zu sagen, ein Problem solcher Konzepte derzeit ist natürlich der drastisch gesunkene Ölpreis, auch die niedrigen Gaspreise, weil das ist natürlich sozusagen, man muss immer sehen, man steht in Konkurrenz zu den bestehenden Brennstoffen und da ist der niedrige Ölpreis natürlich alles andere als förderlich. Man muss mal so sehen, wir sind erstmal nicht zuständig für dieses, sondern es handelt sich um ein Bundesgesetz. Und letztendlich, wir können da natürlich den Versuch machen, hier einzuwirken, aber letztendlich ist es kein zustimmungspflichtiges Gesetz im Bundesrat, sondern es ist lediglich ein sogenanntes Einspruchsgesetz, das mit einer Mehrheit des Bundestages überstimmt werden kann. Und vor dem Hintergrund ist da natürlich viel Überzeugungskraft gefragt, um hier in Richtung einer vernünftigen zukünftigen Einsatz von Biogas ein Stück weit voranzukommen. Und Sie dürfen echt sicher sein, wir haben da wirklich ein großes Interesse dran, nicht nur Wind und Sonne eine Perspektive zu bieten, sondern auch dem Biogas. Warum? Es kann natürlich Dinge, die Wind und Sonne nicht können. Ja, es ist grundlastfähig, es ist nutzbar für Strom und Wärme. Sie können es auch einsetzen, um volatile Einspeisung auch entsprechend flexibel dann auch auszusteuern. All diese Dinge. Und ich glaube, deswegen ist es notwendig, dass man sich seitens des Bundes hier nochmal Gedanken macht, ob das, was man im Jahr 2014 mit dem EEG gemacht hat, ob das der Weisheit letzter Schluss ist und war. Ich habe da meine Zweifel dran.